119 zu tatsächlich einem Weekend League Reboard Video. Man merkt schon direkt, dass ich dahin keine Übung habe, denn ich habe gerade vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich spule das Ding aber quasi auch mal so quasi hin und her, wie es jetzt bisher schon gelaufen wäre, das Video. Also mit dem Team hier habe ich 14-14 geholt. Ich würde ganz sagen, dass ich quasi nur bis Gold 3 gespielt habe, habe ich aber nicht. Sieht man am Ergebnis, ja, bis zum Ende gespielt, bin einfach ein Gold 3 Schwitzer. Mit dem hier haben wir Gold 3 geholt. Ich spiele die WLs nie außer dieser Totszeit, weil du halt einfach geile Rewards bekommst oder einfach gescheite bekommst, weil sonst Weekend League, Rewards, Gold 3 oder irgendwelche Team of the Week Spieler, das lohnt sich einfach nicht, die 30 Spiele zu machen. So sieht es aktuell aus, das neue Team. Den er mal spielt, den geholt, der passt ja auch so zu den Nigerianern. Vardy noch vorne drin, kann man natürlich jetzt auch direkt mal gucken, wäre ein Traum, den Vardy in den Rewards zu ziehen. Die habe ich auch schon gezogen, leider. Aber, also, die Picks. Vor den Packs habe ich es noch mitbekommen, dass ich hier nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Zeige ich euch dann gleich. Gehen wir erstmal in die Teams rein. Hier natürlich, ne, aus dem Team gibt und gab es nichts Geiles. Außer den Chiovinco vielleicht. Und hier natürlich wäre ein Vardy ein Traum gewesen. Alles, was offensiv passiert, wäre geil gewesen. Weil die Abwehr steht eigentlich so. Den Carlos, den Maldini und Sambrotta alle erschwitzt in den eigenen Swaps. Die will ich eigentlich ungern austauschen. Und am Ende in den Rewards hatten wir einmal den Kovacic, der kam im ersten Player-Pick. Im ersten Player-Pick waren Kovacic, Soyuncu und ein Saudi-Spieler drin. Also echt geil, weil ich bin ja mit Gold 3 nicht garantiert einzuziehen. Aus den Pack, aus den Player-Picks überhaupt. Kovacic, ja gut, ne? Auch Soyuncu, beide glaube um die 130-150k wert. Also schenken sich nicht viel, sind auch nicht krass teuer. Aber der ist definitiv spielbar. Werde ich vermutlich in der WL einsetzen, würde ich mal sagen. Genau, dann gehen wir zum zweiten Player-Pick. Und der zweite Player-Pick ist, ja, Soyuncu, war klar, dass man die beiden zieht, wenn man es überhaupt, wenn man überhaupt Premier League-Spieler zieht. In dem Pick waren tatsächlich nur Premier League-Spieler drin, aber wieder ein Kovacic drin, was immer das soll, das verstehe ich sowieso nicht, dass du Spieler doppelt und dreifach bekommen kannst, auch wenn du es ja schon hast. Soyuncu war drin und Aaron Van Bissaka. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers, weil wir haben nicht Bissaka genommen. Der kostet auch ein bisschen mehr, ich glaube 300k oder sowas, aber ich wollte einfach das Geschwitze für den Sambrotta nicht unnütz machen und den irgendwie aus dem Team rausschmeißen. Deswegen hätte ich auch lieber was Offensiveres noch gehofft. Aber nehmen wir Soyuncu mit, vielleicht spielt er auch in dem Team, muss mal gucken. Würde gerne eigentlich Ter Stegen weiterspielen, aber ich glaube, da musst du da mal einen anderen Keeper ins Tor. Hoffe natürlich, dass ich es nächste Woche dann besser mache und da mal auf Aufnahme drücke, wenn der spannendste Teil eigentlich kommt vom Video, nämlich die Player Picks. Nun halt leider so, tut mir leid. Kann man auf jeden Fall jetzt unten schon mal umändern, dass wir zwei Premier League Tots gezogen haben aus diesen Reward Packs. Und dann gehen wir jetzt hier rein in die Packs, zumindest die noch live vor Ort, auch wenn ich jetzt gerade keine große Hoffnung habe, dass wir dann Premier League Spieler draus ziehen, aber wäre natürlich ganz nice. Zwei davon, das und das hier, sind aus den Rivals, habe ich tatsächlich mal nicht die Münzen genommen, sondern auch die Packs dann. Gucken wir mal, was ist denn hier schlechteste Pack von allen. Fangen wir mal ganz vorne an. Vielleicht ziehen wir ja aus random irgendwas Gutes. Dann kann ich ein Fazit ziehen, ob ich zufrieden bin mit den Rewards oder nicht. Okay, das ist schon mal nichts. Machen wir mit dem Pack hier weiter. Wie gesagt, ein Walker oder so wäre natürlich schon mal Schniekes. Ja. Wieder nichts. Dann kommen noch zwei 35er und ein 50k-Set, die beiden dann aus der Weekend League Rewards. Aus Rivals kam nichts, aber es war zu erwarten, die Packs sind ja auch nicht so stark. Die haben zumindest auch diesen blauen Flair unten, aber das Pack war auch wieder nichts. So, noch ein 35er. Ich hätte wirklich gerne einfach aus einem von diesen Packs den Walkout, das wäre jetzt schon schön. Wenigstens aus einem von den Packs den Walkout. Wieder nur Schmutz. So, noch das 50k-Pack. Vielleicht war das ja hier gerade eine Bestrafung dafür, dass ich zu blöd war, diese Player-Picks gescheit aufzunehmen. Nächste Woche wird das besser, da denke ich dran auf jeden Fall. Das ist jetzt eingeprägt, aber habt ihr hier so spaßig gemacht, geguckt, okay, Mikrofon läuft und sowas in OBS. Aber halt nicht auf Aufnahme gedrückt. Man kennt ihn. Noch das 50k-Pack, vielleicht kommt da ein Walkout. Schau mal. Wieder nur absoluter Schmutz. So, muss man abschließend sagen, klar, Gold 3 war nicht zu erwarten, dass da was Krasses kommt. Kam auch nicht, also ich bin schon mehr als zufrieden, dass wir aus 6 Picks, aus denen wir 2 Spiele auswählen konnten, 5 aus der Premier League waren und 1 aus dem Saudi. Aber ihr seht dann nächste Woche im Reward-Video zu, vermutlich La Liga kommt der, glaube ich, morgen, wo ich vermutlich auch wieder auf Gold 3 enden werde, das ist immer das Ziel.
Wenn ich wenigstens diese 2000 Punkte habe, mit denen man sich automatisch qualifizieren kann, was wir jetzt auch noch gleich zusammen machen. Und halt eben den noch ein bisschen gescheiteren Player-Picks als jetzt halt Silber 1. Da seht ihr dann, wie das Team geendet hat. Hoffentlich wieder die 14 Siege. Vielleicht werden es irgendwann auch mal 17. Ich hoffe, dass es nie 11 werden, weil dann werden die Rewards komplett sinnlos. Und dann qualifizieren wir uns noch zusammen für den Spaß hier. Foot Champions. Navigationsfortschritt. Und dann würde ich sagen, qualifizieren wir uns noch. Keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Obwohl, doch, man weiß schon warum. Wegen den Rewards. Und dann würde ich sagen, war's mit diesem Video. Nächste Woche, wie gesagt, nochmal sorry. Wird's auf jeden Fall besser mit den Player Picks. Habe ja auch ein bisschen rumgespielt mit Design und sowas quasi. Oder wie ich das halt in OBS gestaltet habe. So ein bisschen auf die of the Season Grafik Basis, sage ich jetzt mal. Meine ganzen Sachen unterwegs, wo ich so überall am Start bin. Player Pick dann halt nächste Woche dann BPL ausgetauscht mit vermutlich La Liga kommt der, glaube ich, morgen. Und der anderen Liga, was immer da kommt, türkische Liga, I don't know. Genau, dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen Ticken bessere Rewards und bis zum nächsten Mal. So, noch ein kurzer Nachtrag zum Video. Hier ist jetzt erstmal mein Team abgebildet. So werde ich reingehen, der Alisson ist noch nicht gekauft, weil er laut Football noch einen Ticken sinken wird, auch wenn er mit seinen 140k sowieso schon ziemlich billig ist für ein 97er Rating. Das ist dann die Team of the Season Version, weil der Team of the Year irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann nochmal 50k mehr kostet, glaube ich. So gehe ich rein, ne? Standard würde ich jetzt mal sagen, noch ein Auba, Son und ein Mané geholt für das Team. Dann spiele ich halt wirklich jede Woche auf den Rewards basierend ein neues Team. Gucken, ob das herausfordernd wird, weil mit einem anderen Team war ich eigentlich mehr oder minder eingespielt, würde ich sagen. Oder zumindest habe ich das halt schon ewig gespielt davor. Das ist jetzt halt was Neues dann. Nochmal sorry für den ganzen Kack hier mit Player Picks und so weiter. Ich dachte auch zuerst, dass es asynchron ist. Jetzt gerade im Schneiden sieht es aus, als wäre es synchron. Schauen wir mal, wie es am Ende rauskommt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächste Woche wird es auf jeden Fall besser. Und bis zum nächsten Mal.